She is hiding behind that smile, and everybody believes her somehow, acting like nothing is wrong. But I knew it all along. I'm fine, she says to everyone who asks. She's acting strong, but that's just a mess. 'Cause at night she cries herself to sleep. Baby, please listen to me. Die dissoziative Identitätsstörung, abgekürzt DIS, ist ein ernstzunehmendes psychiatrisches Störungsbild mit beträchtlicher Auftretenshäufigkeit. Das beträgt 1%. In der Allgemeinbevölkerung, das ist etwa so häufig wie bei der Schizophrenie. Das Hauptsymptom ist ein Identitätswechsel. Das heißt, ein Wechsel zwischen verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die voneinander dissoziiert werden. Und es gibt dann viele Leute, auch Wissenschaftler sogar, die behaupten, nein, nein, das ist alles Erfindung, oder eben Leute, die so sehr viel Fantasie haben, die sich das dann einreden und das so gerne haben möchten. Jemand, der eine dissoziative Identitätsstörung hat, hat verschiedene voneinander dissoziierte Persönlichkeitsanteile. Das sind wie eigene Persönlichkeiten, die können ein verschiedenes Alter haben, sogar ein verschiedenes Geschlecht. Die denken, fühlen, handeln ganz anders. Da kann es einen Switch geben, dann kommt ein Persönlichkeitsanteil zum Vorschein, der andere ist im Hintergrund, der kommt dann vielleicht später wieder hervor und die wissen voneinander nichts. Weil die verschiedenen Anteile nichts voneinander wissen, kommt es zu einer Gedächtnislücke in der Zeit, in welcher ein anderer Anteil vorne ist. Dies ist nicht nur für den Alltag sehr schwierig, sondern auch sehr irritierend für die Betroffenen. Die Dauer des Zeitverlustes der Amnesie kann unterschiedlich lang sein. Das können Minuten, Stunden, Tage, manchmal auch Monate sein. Die Vorstellung, dass mehrere Persönlichkeitsanteile in einem einzelnen Menschen vorhanden sind und abgespalten von anderen Anteilen handeln können, ist oftmals schwer zu verstehen. Modelle und Metaphern sind zwar hilfreich für das Verständnis, werden aber der Komplexität des Störungsbildes nicht gerecht. Das sind 3 Giraffen, die kommen aus Afrika. Das Spezielle daran, das ist nicht einfach eine Skulptur, sondern die ist aus einem Stück Holz geschnitzt, das war ein Ast, und daraus sind 3 Giraffen geschnitzt worden. Und bei dissoziativer Identitätsstörung sage ich immer, eigentlich ist es ein Stück, eine Person, aber sie hat wie 3 Willen, auch 3 Körper, 3 Empfindungen, die unterschiedlich sind. In der dissoziativen Identitätsstörung will man nicht dasselbe. Die Anteile wollen nicht mehr dasselbe oder fühlen nicht dasselbe oder denken nicht gleich. Die dissoziative Identitätsstörung entsteht in den meisten Fällen in der Kindheit. Um die Ursachen zu verstehen, ist es wichtig, Dissoziation von dissoziativer Identitätsstörung unterscheiden zu können. Unter Dissoziation wird in der Fachwelt sehr Verschiedenes verstanden. Meistens versteht man darunter, dass das ein Schutzmechanismus ist, dass bei großem Stress man nicht das ganze Erleben wahrnimmt. Dissoziative Identitätsstörung ist eigentlich traumabedingt. Und zwar 2 Bedingungen, würde ich meinen, sind ganz wichtig daran, sehr früh in der Kindheit und sehr lange. Es heißt ja dissoziative Identitätsstörung, die Identität wird gestört. Der Mensch kann nicht mehr eine ganz normale Identität, also was heißt schon normal, aber der Mensch hat nicht die Chance, das Kind hat somit nicht die Chance, sich ganz natürlich entwickeln zu dürfen. Und das Kind tut das Beste, um sich in diesem feindlichen Umfeld anpassen zu können. Wenn jetzt ein Mensch schon als Kind häufig schwer traumatisiert wird und immer wieder dissoziiert, dann verfestigt sich das und prägt dann auch die Persönlichkeitsstruktur. zu einer dissoziativen Identitätsstörung. Man spricht hier auch von der strukturellen Dissoziation. In dieser Theorie werden Persönlichkeitsanteile in die zwei Kategorien emotionaler Persönlichkeitsanteil genannt EP und anscheinend normaler Persönlichkeitsanteil, auch genannt ANP, eingeteilt. Während der emotionale Anteil sehr auf das Trauma fixiert ist, ist dieser anscheinend normale Persönlichkeitsanteil vermeidend, ignorant. Also dieser Anteil möchte nichts mit dem Trauma zu tun haben, hat auch Erinnerungslücken, also ist amnestisch, vollständig oder teilweise. Manchmal erinnern sie sich an das Trauma oder an Teile vom Trauma, manchmal auch gar nicht. Und da ist auch wichtig zu verstehen, dass insbesondere so ein gespanntes Verhältnis zwischen diesem anscheinend normalen Persönlichkeitsanteil und emotionalen Persönlichkeitsanteil besteht, weil der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil, der möchte ja nichts mit dem Trauma zu tun haben. Und der emotionale Persönlichkeitsanteil ist der Träger des Traumas, also der erinnert sich ans Trauma. Und das führt dann auch wirklich zu Spannungen im System selber. Das hier sind die Anteile, die in der Innenwelt sind. Hier geht es nach außen. Hier sehen Sie, es hat zwei Anteile, die sind hier nach außen konzentriert. Im Hintergrund gibt es hier noch weitere Anteile. Sie sehen hier kindliche Anteile, das sind Anteile, die die Erinnerungen tragen an frühere Traumatisierungen, und hier die dunklen Anteile, das sind eher kritische, strenge Anteile. Im Alltag ist es häufig so, dass diese Anteile hier vorne sind, aktiv sind und nicht viel mitbekommen, was hier hinten läuft. Jetzt kann es aber sein, dass durch einen Hinweisreiz, einen Trigger, dann wird hier ein kindlicher Anteil aktiviert. Der kommt vielleicht hier nach vorne, schiebt sich da ganz nach vorne. Die sind ein bisschen im Hintergrund. Das kann dann sein, dass die Betroffene mit kindlicher Stimme spricht, den Eindruck hat, sie sei 5-jährig. Wenn die Situation, die an das Trauma erinnerte, vorbei ist, tritt der kindliche Anteil wieder in den Hintergrund und die Alltagsanteile können wieder übernehmen. Die Diagnose der DIS ist nicht einfach. Es gibt andere psychische Störungen, die ähnliche Symptome hervorrufen können, was zu Verwechslungen und Fehldiagnosen führen kann. Eine dieser Störungen ist die Schizophrenie, welche sich hauptsächlich durch Psychosen manifestiert. Das ist ja auch so, dass die DIS oftmals mit der Schizophrenie verwechselt wird. Wichtig ist doch auch die Unterscheidung zwischen psychotischen versus dissoziativen Symptomen. Die sind sehr ähnlich, aber es gibt doch auch Unterschiede. Ein Hauptunterscheidungsmerkmal ist eine wahnhafte Symptomatik. Menschen mit einer Psychose, die können sich verfolgt fühlen, die haben Wahnvorstellungen, die hören Stimmen von außen eher. Bei dissoziativen Störungen erleben die Betroffenen eher, dass die Stimmen in ihnen drin sind. Das sind die Stimmen von den anderen Anteilen. Während der Schizophrenie in der Zwischenzeit viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, zweifeln viele Menschen noch an der Existenz der DIS. Das Umfeld reagiert oft mit Verständnislosigkeit natürlich, weil sie meinen, sie spielen irgendetwas. Es sei irgendein Theater. Dann sagt man ihnen, reiß dich doch zusammen oder hör doch auf, so kindisch zu tun. Und je mehr Stress dann kommt aus dem Umfeld, umso weniger kriegen die Leute das in den Griff. Oftmals schaffen sie es trotzdem, bleiben lange Zeit unentdeckt und können ihre Störung vor anderen verbergen. Ihre Alltagsanteile sind ziemlich stark und schützen. Und sie können ein fast normales Leben führen gegen außen. Gegen innen ist es schwierig, aber das kaschieren sie. Und das kann so weitergehen, bis irgendwann nochmals was passiert, das dann irgendwann zu viel ist. Also als würden sie so auf eine dünne Eisschicht laufen und immer wieder kommt etwas auf die Schultern, ein Gewicht, das sie erleben. Und diese Eisschicht, irgendwann bricht sie ein und dann geht es gar nicht mehr. Es gibt dann viele Leute, auch Wissenschaftler sogar, die behaupten, nein, das ist alles Erfindung. Oder eben Leute, die so sehr viel Fantasie haben, die sich das dann einreden und das so gerne haben möchten. Leider ist es so, dass es noch nicht so viel Forschung gibt. Ein Grund ist eben, dass das ein sehr komplexes Störungsbild ist. Das führt dann dazu, dass die Arbeit in diesem Bereich sehr, sehr aufwendig ist. Frau Dr. Yolanda Schlumpf hat sich diese Herausforderung gestellt und ihren Forschungsschwerpunkt auf die Erforschung der DIS mittels bildgebender Verfahren gelegt. Dabei werden in der Regel ANPs und EPs der gleichen Person gemessen und miteinander verglichen. Was man da sehen konnte, ist eben, dass in Abhängigkeit des Anteiles, der während der Messung vorne ist, man ganz unterschiedliche neurophysiologische Aktivierungsmuster erhält. Normalerweise wird den ANPs und EPs ein Reiz, der an das Trauma erinnert, dargeboten. Danach wird dann ausgewertet, welche Hirnregionen aktiv waren. Beim EP sieht man eben Aktivierung in Regionen, die mit Furcht und Angst im Zusammenhang stehen. Bei ANPs zeigt sich das Gegenteil. Die Gehirnaktivität wird vermindert und die präsentierten Reize werden weniger emotional verarbeitet. Frau Dr. Schlumpf hat in ihrer Forschung als Reize Bilder von wütenden und neutralen Gesichtern verwendet. Diese wurden während 17 Millisekunden so kurz zwischen einem Muster präsentiert, dass die Probandinnen nachher nicht einmal wussten, dass sie Bilder gesehen hatten. Unsere Forschung zeigt eigentlich auch, dass emotionale Anteile Experten sind im Erkennen von bedrohlichen Reizen. Das sind nämlich auch Reize, die man eben eigentlich nicht bewusst wahrnehmen kann, auch schon als bedrohlich wahrnehmen können. Das sehen wir eben bei den ANPs nicht. Die zeigen auf diese Gesichter eine, sage ich mal, relative Deaktivierung im Gehirn. Also beim emotionalen Persönlichkeitsanteil gibt es ein Feuerwerk im Gehirn, beim anscheinend normalen Persönlichkeitsanteil gibt es dieses Feuerwerk nicht, ja. Und das lässt wieder den Schluss zu, emotionale Persönlichkeitsanteile sind fixiert auf diese Reize, will heißen, dass sie auch automatisiert ihre Aufmerksamkeit auf diese bedrohlichen Reize richten. Und das sieht man eben bei den anscheinend normalen Persönlichkeitsanteilen nicht. Die sind vermeidend und diese Befunde stehen übereinstimmend mit der Theorie der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit. Was auch noch wichtig ist, ist zu erwähnen, dass wir eben auch noch Schauspieler hatten, die emotionale Persönlichkeitsanteile und anscheinend normale Persönlichkeitsanteile gespielt haben und die konnten dieses Gehirnaktivierungsmuster von echten DIS-Patienten nicht simulieren. Und das widerspricht der Annahme, dass die DIS einfach nur ein simulierter Zustand ist oder durch Simulation erklärt werden kann. Idealerweise wäre die Behandlung eine Psychotherapie, wobei die Dauer stark variiert und in der Regel 5 bis 10 Jahre beträgt. Ein unterstützendes Umfeld wie Familie, Freunde oder auch Arbeitgeber kann helfen, die Therapiedauer zu reduzieren. Etwas, das sich eben die Traumaquantität über manche Jahre hingezogen hat, um so eine Störung auch zu produzieren, eine schlimme Störung, das kann man nicht einfach wie durch Zauberkraft in ein paar Sitzungen aufheben. Das ist relativ stabil und es reicht nicht jemandem zu sagen, ja, jetzt müssen Sie sich halt ein bisschen zusammennehmen oder das ist ja alles schon lange vorbei, nehmen Sie sich doch jetzt einfach Zeit und machen Sie es schön und haben Sie eine schöne Zeit. Diese Leute müssen eine ganz neue Identität, eine gesunde Identität aufbauen. Ich habe schon mehrere multiple Patientinnen gehabt, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, wenn Sie meine Anteile wegtherapieren wollen, komme ich nicht zu Ihnen in die Therapie. Also ich will meine Anteile behalten. Ich will aber, dass wir besser miteinander funktionieren. Es gibt aber auch Patienten, die sagen, ich will diese Zeitverlust, diese Amnesien nicht mehr im Alltag. Ich will im Alltag besser funktionieren. Das Ideal wäre dann vielleicht eine Art inneres Team, wo eben dann alle auch innerlich zusammenarbeiten, um einen runden Tisch sitzen, sich austauschen und man sieht, wer hat welche Bedürfnisse und wie kann man diese ganzen Kräfte, Ressourcen hier gemeinsam nutzen. Let it all out. Don't pretend.